So, wir machen weiter bei Let's Play Pokémon Gelb. Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr da draußen. Ja, freut mich, dass ihr dabei seid. Wir trainieren diese Folge mal wieder unser Pikachu. Nein, wir müssen weiterkommen bei Pokémon Gelb. Wir waren hier stehen geblieben und ein wildes Mankey auf Level 3. Oh mein Gott, was soll ich tun? Am besten Donnerschock. Das sollte Mankey Schaden machen und zwar ganz ordentlich. Ja, okay, gut. Gelbe KP, das ist immer gut. Wir machen weiter und ja, was will ich jetzt erreichen so in dieser Folge, nächste Folge, whatever. Wir wollen uns langsam mal auf den Weg begeben. Hier bin ich aber, glaube ich, falsch, oder? Was wollte ich denn machen? Ach ja, genau, ich wollte hier die ganze Zeit lang gehen. Ja, ich wollte mich auf den Weg machen, dass wir bald zum ersten Orden, also in die erste Arena gelangen. Und hier sind wir schon mal ganz falsch. Ich will nämlich nicht die Siegestraße betreten, kann ich auch noch gar nicht. Jupp, und dann hüpfen wir einfach mal wieder runter und wir müssen aber vorher, glaube ich, wie war das nochmal? Durch den Vertania-Wald? Ja, genau. Also ich gehe jetzt einfach nochmal zurück. So, und jetzt muss ich ins Pokémon Center, also besser ist natürlich, aber ja, ich gehe auf jeden Fall ins Pokémon Center. Na, wo ist es denn? Ach, da unten, ne? Oh. Also ihr seht, meine Kenntnisse hier sind ja schon wieder immer noch super bestens. Okay, das war der Pokémarkt, hier ist das Pokémon Center. Ich habe alles auswendig gelernt. Oh mein Gott. So, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen jetzt erstmal schnell unser Pikachu. Und dann gehen wir weiter. Ich habe diese Musik immer geliebt und das, was jetzt... Habt ihr es gehört? Das finde ich auch so göttlich. Oh, ich liebe das. Ja, wir gehen jetzt erstmal weiter. Und, ich hoffe übrigens, dass der... Nein, oh, jetzt heilen wir noch... Oh. Also ich hoffe auch, dass der Ingame-Sound nicht zu leise ist. Ich habe ja die letzte Aufnahme, also den ersten Part, noch mit dem alten Headset gemacht. Das ist jetzt das neue. Obwohl man, glaube ich, nicht so den großen Unterschied hört. Ja, ich habe kein Rauschen mehr. Oh. Ja, das ist endlich komplett weg. So, und eins ist ja mal Chlor, ne? Wir können nicht gegen Rocco kämpfen, also den ersten Arena-Leiter, ohne... Also nur mit Pikachu. Da brauchen wir noch ein anderes Pokémon. Hey, kommst du aus Alabastia? Yes. Professor Eis schickt dich, oder? Jo. Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Nee, weißt du, ich bin, ein Einbrecher. Gib mal all dein Geld. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Toll. Das Geld habe ich jetzt nicht bekommen, dann gehen wir einfach mal weiter. Und schauen, hier oben kann ich mich erinnern. Ja, genau, hier war so ein halbtoter Opa. Na, was liegst du hier so rum? Du kannst hier nicht durch. Ja, warum nicht? Das ist ein Privatgelände. Das ist jetzt doof. Wir gehen erstmal zurück zu Professor Eich und bringen ihm das besagte Paket zurück. Nicht, dass hier der Professor noch, keine Ahnung, anfängt sich zu ritzen, weil er das Paket nicht bekommt. Ach, diese schöne, wie nennt man das, 8-Bit, 8-Bit-Musik, oh, das ist doch herrlich. Ich meine, ist ja hier Pokémon Gelb und nicht Pokémon schwarze, weiße, mittelhalb schokoladenfarbene Edition, was weiß ich, wie sie heutzutage alle heißen. Ich glaube, wie war das nochmal, Pokémon Schwarz und Weiß kam ja raus. Und jetzt arbeiten sie nicht irgendwie, nein, nicht Pokémon Bunte Edition, sondern irgendwie die nächste Edition, die rauskommt. Keine Ahnung, ich habe da was gehört von irgendwie Pokémon, irgendwas mit Lila oder irgendwas mit Violett und dann noch so eine komische Version. Also ganz komisch und aha, ich sehe sehr viel. Das ist jetzt so hell, ne? Also wenn ihr das im Dunkeln schaut, dann... Ah, also wenn es irgendwie Nacht ist oder so und ihr guckt jetzt mein Video, tut mir leid. Das kann ganz schön flashen, ich weiß. So. Professor Eich, ich habe dein Paket mitgebracht, willst du das haben? Ja, Dash übergibt Professor Eich das Paket. Ist ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, aber sagt ihm das nicht. Oh, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Danke, Dash. Ja, ja, dafür bin ich zu haben. Und da kommt Kyrill angestelzt. Was will denn der jetzt? Opa, mein Pokémon ist stärker geworden. Schau es dir an. Ja, das ist schön. Ich frage mich nur, welches Pokémon er meint, das in seiner Hose oder das in seinem... Ach, egal, ich fange jetzt schon wieder damit an. Jo, dann geht's jetzt weiter. Wenn die hier mal endlich
ihr Pläuschchen beendet haben. Ja, komm. Hallo. So. Der Pokédex. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt. Ja, den Pokédex besitzen wir jetzt. Den, naja, wie soll ich sagen, den werde ich in diesem Let's Play nicht 100% fertig bekommen, denn das sind 151 Pokémon. Ja, ja, Moment. Also so viel sind das auch gar nicht, das stimmt. Ich hatte auch, wie war das? Ich hatte im Pokémon Diamant, da hatte ich den Pokédex voll. Ja, natürlich nur mit, ja, also ich habe immer, keine Ahnung, das hat erstens 2 Jahre oder so gedauert und ich habe mit einem Freund immer die Pokémon getauscht, der ein Cheat-Modul hatte. Also die Pokémon, die man normalerweise gar nicht kriegt. Ich glaube, Celebi zum Beispiel, kriegt man das in irgendeiner deutschen Version? Nee, kriegt man nicht. Das kann man nur kriegen, wenn man irgendwie auf einem Event war, da wo dieser Pokémon-Bus immer steht. Also, das war schon eine feine Sache, aber hier jetzt diese 151 Pokémon, naja, ich spiele auf dem Emulator und erstens, wie soll ich hier Pokémon tauschen? Hallo? Zweitens, ist es Pokémon Gelb? Naja, da werden jetzt einige von euch sagen, es gibt da doch den und den Weg und da kriegst du alle Pokémon und Missing No, da kriegst du, keine Ahnung, alle Pokémon auf 100, weil du Sonderbonbons verdoppeln kannst und fang dir doch Mew und naja. Nee, ich werde das Spiel ganz normal einfach durchspielen, ohne irgendwie Tricks anzuwenden und bla und hast du nicht gesehen. Ja, gutes altes Pokémon, der Opa ist wieder auferstanden und ich hoffe, der lässt uns jetzt hier durch. Ah, ich habe endlich meinen Kaffee bekommen. Natürlich kannst du passieren, ja dann komm. Psst, hau ab! Jetzt, lass mich durch. Ja, komm, komm, ist gut. Diu, 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 diu. Ein Kampf gegen wilden Opa. Oh nein, der wilde Opa kämpft. Ein wildes Radfratz. Und ich dachte jetzt ernsthaft, da steht ein wildes Opa. Das hätte mich nicht gewundert. So, der Typ ist natürlich ein Cheater und fängt sich... Oh, er hat das Radfratz nicht mit dem ersten Pokéball gefangen. Tja, schlecht. Nee, aber Leute, ganz ehrlich... Ihr könnt die Texte ja lesen, ich lese sie nur manchmal vor und ich selber lese sie für mich nicht, weil ich es schon alles kenne. So, und Pikachu... It's really sad, Pikachu. Warum bist du traurig? Also, Pikachu, geht's irgendwie nicht so ganz gut. Auf jeden Fall, dieser Opa wollte uns doch irgendwie zeigen, wie wir Pokémon fangen können. Und was lässt er hier jetzt seine... Weiß ich nicht, seine Enkelin zurück? Hallo? Wenn ich zum Einkaufen nach Marmoria City möchte, muss ich immer durch den Vertania-Wald gehen. Tja, ich auch. So. Da haben wir beide was gemeinsam. Wir können Freunde werden. Nee, aber ich muss jetzt nochmal in den Pokémon-Markt. Und, joa. Da kaufen wir uns jetzt erstmal Gegengift auf jeden Fall. Und wir haben ja Geld wie sonst was. Also Pokébälle brauche ich auch. 5 Stück hole ich mir da jetzt einfach mal. Ich meine, 2175 haben wir noch, hallo? I have the money in the house. Na, okay, das... Nein. Nein. Wir lassen das lieber. So, Gegengift, 5 Stück. Man weiß ja nie. Paraheiler. Dort... nee, von denen könnte ich mir eigentlich auch nochmal hier, keine Ahnung, 5 Stück. Und ganz ehrlich, damit können wir jetzt das Spiel durchspielen. Naja, vielleicht nicht ganz, aber... Warum habe ich die Paraheiler jetzt gekauft? Ich... Eumel. Oh, ich bin so schlau, ne? Also, wir gehen nochmal zurück... Ja, auf jeden Fall meinte ich, dass wir die Paraheiler vielleicht auch noch brauchen, denn wie war das nochmal da in dem, wie heißt das, hier im Vertania-Wald, da greifen uns ja... Warte mal, habe ich es schon wieder nicht gekauft? Hallo, verdammte Paraheiler hier, jetzt bringt mich nicht zur Weißglut, ich will Paraheiler haben. Ach so, ich habe nicht genug Geld. Ach, sag das doch. Ja, dann hole ich mir 3. Na komm, komm, Paraheiler und zack. Ja, ich habe da gar nicht drauf geachtet. Ich dachte, wir haben genug. Auf jeden Fall greifen uns da ja gleich Safcons und, hießen die Kokuna? Die Pokémons? Ja, Kokunas und sowas an. So, und hier gibt's kein, Item mehr. Nö. Ach ja, genau, für alle, die jetzt irgendwie dieses Pokémon Gelb Let's Play bei mir gucken und keine Ahnung, das, ich glaube nicht, dass das der Fall sein wird, aber für alle, die noch nie selber Pokémon gespielt haben, hier ist eine Arena. Und da können wir jetzt nicht rein. Das ist hier Vertania City Pokémon Arena. Und hier gibt es den 8. Orden. So viel sag ich schon mal dazu. Wer der Arena-Leiter ist, sag ich nicht. Und naja.
Ihr werdet es ja sehen, wenn wir da sind. Ich muss gleich durch den Metania-Wald. Oh, ein wildes Pokémon. Taubsi. So, ich denke mal, mit Taubsi, da sind wir ganz gut dabei mit Pikachu, weil ich denke, Donnershock könnte vielleicht sogar schon One-Hitten, oder? Ja. Auf jeden Fall, ich meine, wir sind 4 Level darüber, hallo. Und ja, damit können wir unser Pikachu. Hallo, bist du jetzt eigentlich wieder gut drauf, Pikachu? Was hat er? Oh. Ich will nicht, dass Pikachu traurig ist. Dann bin ich auch traurig. Naja, Vetania-Wald. Da haben wir eigentlich, also in Pokémon Rot und Blau müsst ihr euch das vorstellen. Oder ich sag's jetzt mal besser so, Feuerrot oder Blattgrün. Ich sag's mal so, mit Shiki kommt ihr hier als Starter natürlich auch ganz gut durch. Bisasam ist nicht so zu empfehlen. Und Glumanda ist hier natürlich perfekt. Pikachu ist für den Vetania-Wald auch richtig top. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal durchs Gestrüpp. Hallo? Hallo, hast du ein Pikachu bei dir? Ja, habe ich. Oh, toll. Da bin ich ja mal richtig mies drauf reingefallen. Und die Göre möchte mit uns kämpfen. Gut, sie hat einen Nidoran. Sollte man mit Pikachu auch ganz einfach besiegen können. Also ich meine, hallo. Wir haben ja Elektroattacken und Nidoran hat nicht wirklich irgendwie was gegen Elektroattacken auszusetzen. Ne? Oder kann nichts dagegen einsetzen. Ich meine, ich hatte mal eine Nidoqueen. Ja, genau, ich hatte damals mal eine Nidoqueen. Das war witzig. Das hatte irgendwie Erdbeben, Hyperstrahl, Hyperstrahl oder wie auch immer ihr es nennen mögt. Und was hatte das noch? Toxin, glaube ich, und. Und noch so eine Genesung? Nee, irgendwas anderes. Auf jeden Fall. Das war witzig. Ich mag sowieso Nidoqueen, Nidoking. Das sind zwei Pokémons, die. Ja, finde ich nett. Zwei Pokémons. Oder was ist die Mehrzahl von Pokémon? Ein Pokémon, zwei Pokémons. Ja. Ist ja eh nur eine Abkürzung für Pocket Monster. Und da ja der Plural logischerweise Pocket Monsters ist. Also mit einem S da hinten. Naja. Unser Pikachu kann jetzt erstmal Donnerwelle. Das, wow. Das finde ich, das überrascht mich gerade. Ich wusste gar nicht, also Pikachu erlernt das ja, aber ich wusste nicht, dass er schon so früh hat und die Attacke ist auf jeden Fall gut, paralysiert den Gegner. Jo, und wir schauen jetzt nochmal. Hier gibt es im Normalfall immer einen Pokéball. Also hier war irgendwie ein Item hier auf der rechten Seite, daran konnte ich mich noch erinnern. Ja, und das meine ich mit Safcon und Raupi und was auch immer für komische Insekten in dieser Welt rumkriechen. Sie greifen uns hier an. Ja, Raupi auf Level 4 ist aber, denke ich mal, überhaupt kein Problem. Ja, und ich werde gleich erstmal Pokémon heilen gehen und dann gibt es, glaube ich, einen kleinen Schnitt. Da kann ich dieses Video schon mal im Hintergrund rendern und weiter aufnehmen und bla und joa. Also, ich habe ja gesagt, ich bin wieder aktiv und wenn ich aktiv bin, dann da bin ich auch aktiv. Ja, ich meine, da kommt doch jetzt wieder richtig Stimmung auf. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Der Rutsch ins Jahr 2012 war jetzt nicht so atemberaubend, war eigentlich sogar langweilig. Also, nicht so, Ich fand es dieses Jahr wirklich. Also, letztes Jahr, ne? 2011 fand ich. Kannst du in die Tonne treten? Weg damit. Ich will ein paar schlimme Erinnerungen vergessen. Will einen Neustart wagen mit euch. Ich hoffe, ihr seid dabei. Und ja, 2012 wird der Hammer. Jedenfalls hoffe ich's. Mal schauen, wie es YouTube-mäßig so weitergeht. Ich denke, so in der deutschen Szene, da wird sich viel, viel verändern. Also. Ich sag's mal so, die Leute, die jetzt groß sind und die Leute, die gerade so auf dem Weg zur Größe sind, die werden richtig abrocken mit der Zeit. Und ich stelle mir da dieses Jahr einige heftige Sachen vor. Mal schauen, was daraus wird. Aber bevor ich euch hier über YouTube zu, wie nennt man das so schön, zu labere wie sonst was und zu texte, begebe ich mich erstmal wieder schnell hier zum Vetania-Wald und dann gibt's gleich einen Schnitt. Jo, und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder hier bei Pokémon Gelb. Ich hoffe, ihr seid dabei und ja, wir hören uns. Tschö, tschö.